Hey, ihr Höhlenmenschen da draußen und herzlich willkommen zu einer neuen Runde Syndicate Games. Ja, das ist jetzt meine erste Runde Syndicate Games auf meinem Kanal. Hab aber schon öfters mal Syndicate Games gespielt. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht unbedingt der Mega-Profi. Aber ich glaube auch nicht, dass ich der größte Snap bin. Ich glaube, das gleicht sich echt ein bisschen aus. So, geil, gleich einen Eisenhelm bekommen. Übrigens habe ich da jetzt keine Facecam drin, weil ich sehe einfach gerade so verranzt aus. Ich bin einfach mega fertig von heute und ich möchte jetzt auch einfach nur mal ein paar Infos loswerden. Oh, geilen Bogen. Und zwar, ich war eben so kurz 4 Stunden oder so weg. Denk mir nichts. Guck einfach mal so. Oh, ein Schwert, gut, das hat mir jetzt eventuell das Leben gerettet. Denn da vorne ist der Liebe schon. Ja. Ich gucke einfach mal so bei meinen YouTube-Stats vorbei. Und dann sehe ich da, dass mein Real-Life-Kanal 50 Abonnenten hat. Natürlich ist mir zuerst mal die Kinnlade runtergefallen. Vor lauter Unwissenheit, wo kommen denn die ganzen Abonnenten her? Wo ist er denn jetzt? Der war doch gerade noch hier. Egal, dann gehen wir einfach mal unser Schwert und unseren Bogen verzaubern. Vor lauter Unwissenheit, was ist da jetzt geschehen? Hat mich irgendjemand gepusht oder hat irgendjemand was erwähnt? Keine Ahnung. Und mein YouTube-Kanal hatte plötzlich auch 500 Abonnenten, also mein Hauptkanal, und dann dachte ich mir auch nur so, geil, ich feiere das auf jeden Fall extremst und ich danke da wirklich jedem, der da meine Videos guckt und mich wirklich unterstützt. Also wenn ihr mir ein Like gebt, dann ist das für mich wie ein Geschenk, wie Weihnachten. Umso mehr Likes, umso... Nein, um das geht es gar nicht. Es geht gar nicht um die Menge an Likes, sondern mich freut es einfach, wenn es vielen Leuten gefällt. Genau so ist das für mich. Wenn wo ist der denn jetzt, Mensch? Wenn viele Leute meine Videos liken, dann weiß ich, dass es gut ankommt, das Video, und dass ihr mehr sowas mögt. Und generell finde ich auch, wenn Leute ein Video gucken, sollten sie schon eine Bewertung dalassen. Weil das quasi eine Bestätigung vom Videomacher ist. Und wenn dir das Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich über ein Like freuen. Und das ist, denke ich, bei jedem YouTuber so. So, wo ist der denn jetzt? Das kann es ja nicht sein. Ich werde hier schon voll gespammt, voll SMS, weil mein Bruder die ganze Zeit fragt, ja, wann kommst du endlich hoch? Weil es ist schon ziemlich spät. 0 Uhr, ja, Viertel nach 0. Viertel nach 12. Alter, wetten, der campt da oben? Ich guck das jetzt, ich schau da jetzt nach. Egal. So. Und wenn der da jetzt oben ist, ne, dann werde ich ihn schlachten und ihn töten. Düm, 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 düm. Ich sehe ihn nämlich nicht. Ja, Leute, auf jeden Fall gibt's da jetzt auf jeden Fall zwei große Special. Ich habe gesagt, dass ich bei 50 Abonnenten etwas verlosen werde und auch bei meinen 500 Abonnenten. Das bedeutet, dass ich auf meinem Real-Life-Kanal und auf jeden Fall auf meinem, hier, auf diesem Kanal hier, auf jeden Fall eine Verlosung machen werde. Was es ist, lasst euch überraschen. Wenn das Video online kommt, dann wisst ihr das früh genug. Außerdem, wer es noch nicht weiß, das erste Video auf meinem Real-Life-Kanal ist jetzt online. Oh Mann, jetzt finde ich die Person nicht mehr. Die war doch vorhin noch da, oder? Täusche ich mich. Die war vorhin doch noch da. Und dann hat sie mich gesehen und dann ist... Der... Ah, da hinten ist er. Dude, Enchant ist hier nichts. Und... Oh, GG. Und er hat noch eine Enderperle geworfen und dann habe ich ihn aber noch im Lauf einem mitgegeben. Das war jetzt eine ziemlich nice Aktion. Oh, what the fuck, GG. Ja, gut, ich würde sagen, wir gehen einfach in gleich Uncut in noch eine Runde rein, weil... So, wo gehen wir dann rein? Wo? So, Leute, da sind wir auch schon in der nächsten Runde. Sorry, ich wurde gerade FaceTime angerufen. Das ist natürlich nicht so geil, ne? Wenn man einfach so FaceTime angerufen wird.
wenn man nämlich gerade aufnimmt. Ach, alter Schwede. Moment. Ich mache hier jetzt ganz kurz eine Aufnahme. Eine Botschaft. So. Moment. So. Hallo, hallo. Ich komme jetzt mal gleich. Bis gleich. Ja, jetzt weiß er, dass ich jetzt dann bald komme. Und jetzt wird er sich sicher freuen. Okay, jetzt muss ich erstmal runter und die Enderperlen hier holen. So, hier geht's runter. Zack, 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 zack. Ich weiß nicht genau, wo die sind. Auf jeden Fall muss ich da bei einem Wasserfall runter. Oh, wir haben ein Schwert. Ja, geil. Und fast schon eine komplette Rüstung. Ja, ist auch nicht schlecht. Ist hier nicht das Wasser irgendwo? Hier? Hallo? Hier ist kein Wasser. Wo ist das Wasser? Ich kenne mich nicht extremst gut aus, denn ich spiele das jetzt nicht so oft, dass ich jetzt die Megatricks weiß. Von dem her, verzeiht mir bitte, Leute. Verzeiht mir, ja, ja. Ich möchte da oben auf dieser Insel. Das werde ich auch machen. Tja, was ist das denn für eine Druckplatte? Geil. Muss schon sagen, das feiere ich jetzt richtig hart. Alter, wetten, der kommt jetzt, der hat mich sicher... Ach so. Ja, dann gehe ich da wohl mal hoch und hol mir die Enderperle. Gut. Gut, gut, gut. Erstmal hier hoch. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, 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 zack. Hier auf den... Dann gehe ich hier hoch. Und dann ist da so ein Baum. Ah ja, stimmt, das mit dem Wasser war ja auf der anderen Seite. Stimmt, stimmt, stimmt. Moment, dann werfe ich auf diesen... Nee, ich gehe hier hin. Und dann werfe ich auf die Truhe. Oh, nee. Nein, nein. Oh, jetzt sind wir schon wieder tot. Jetzt sind wir komplett tot, oder? Oh, wir haben noch ein halbes Herz. Ey, ich... Also, meine Konzentration schwindet, Leute. Ich sollte so spät keine Videos mehr aufnehmen. Beziehungsweise ist es hier eigentlich ganz chillig so, wenn ich hier die Videos aufnehme, aber... Es ist halt nicht immer von Vorteil, ne? So, jetzt müssen wir erstmal hier unseren süßen Gegner finden. Aber Leute, auf jeden Fall, fettes Danke. Ich weiß einfach nicht, wo die Leute herkommen, die meinen Kanal abonnieren. Ich weiß es einfach nicht. Schreibt es mir einfach mal in die Kommentare, ob ich irgendwo von irgendjemandem erwähnt wurde. Es würde mich einfach extremst interessieren, brennen sogar, weil ich weiß es einfach nicht. Also ich kann es mir nicht vorstellen, dass in 4 Stunden einfach mal 50 Leute abonnieren. Und zwar meinen Real-Life-Kanal und deswegen war ich da ein bisschen geschockt. Link natürlich in der Videobeschreibung. So. Ja. Jetzt müssten wir uns dann aber auch, glaube ich, bald mal treffen. Vielleicht ist er oben am Zeppelin. Ja, er ist oben am Zeppelin. Aber ich weiß nicht... Ah, ich... Glaube ich, weiß, wie ich rüber. Was ist das denn für eine Druckplatte? Muss man auf die Druckplatte hüpfen? Das ist doch nicht dein Ernst. Nein, das ist doch nicht dein Ernst. Das ist nicht dein Ernst. Und jetzt weiß ich nicht mehr, wie ich da hochkomme. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Na toll, danke. Dankeschön, Spiel. So. Jetzt muss ich da auch erstmal hochkommen, obwohl ich da jetzt sowieso nicht hochkomme und nicht runterfliege. Und, nein. Alter Spiel, was ist das hier für eine Kackrunde? Das ist jetzt eine richtige Kackrunde. Eine richtige Kackwurstrunde. Jetzt komme ich dann nicht mal hoch, weil ich keine Enderperlen mehr habe. Läuft bei mir auf jeden Fall. Aber das ist da... Alter, diese Druckplatte, ey, die ist richtig schlimm. Komm bitte. Kommst du bitte runter? Bitte, bitte. Ja gut, ich denke nicht, dass wenn ich ihm mitschreibe, dass er runterkommt, dass er dann runterkommt. Und wenn er das macht, dann ist er sehr, sehr sozial. Würde ich auf jeden Fall feiern. Kommt, German. Bitte, bitte, bitte. Bitte, 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 bist du Deutsch? Bitte antworte. Nein, nein, er wird nicht antworten, weil er mich hasst. Er hasst mich für immer. Nein, nein, nein. Wie komme ich denn da jetzt weg? Ich weiß es einfach. Oh, Mann, ich bin komplett bescheuert. Oh, er hat keine Waffe, okay. Oh, GG. Alter, was war das denn jetzt?
Ich bin runtergefallen, ich bin runtergefallen und töte ihn trotzdem noch. Naja, gut. GG, will ich trotzdem sagen, weil es geil war. Und ich würde sagen, Leute, das war's von so einer ganz kleinen Runde Syndicate Games. Wenn ihr mehr Syndicate Games wollt oder auch mal gegen Abonnenten, das würde ich dann auf jeden Fall noch ankündigen. Dann gebt mir doch ein Like und schreibt es mir in die Kommentare, ob ihr auf sowas Bock hättet. Auf jeden Fall würde ich sagen, wenn ihr noch nicht meinen Real-Life-Kanal abonniert habt und wenn ihr an dem Interesse habt, dann findet ihr den Link in meiner Beschreibung. Und ich würde sagen, das war's. Haut rein und ciao.